Wir sind auf Santa Cruz und suchen El Chato. Aber es gibt zwei El Chatos. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. El Chato ist auf den Galapagos-Inseln der beste Ort, um die Riesenschildkröten zu sehen. Das liest und hört man immer wieder, aber wir mussten leider feststellen, dass das einen riesengroßen Haken hat. Die El Chato Ranch liegt etwa 21 Kilometer von Puerto Ayora entfernt. Wir wussten, dass man das gut mit Natur machen kann. Allerdings hätte die $30 für uns gekostet, plus Eintritt. Deswegen hatten wir beschlossen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Also nahmen wir den Bus nach Santa Rosa und liefen von Santa Rosa aus zur Ranch. Erste Schildkröte entdeckt. Schau mal, eine kleine. Auf der Ranch gibt es dann eine kleine Führung, bei der man erst durch eine Parkanlage läuft, in der sich viele Schildkröten nachfinden. Und danach geht es noch durch ein paar kleine Lavatunnel. Das ist soweit eigentlich gar nicht schlecht. Der Haken ist allerdings, wenn man ankommt und ein Preisschild sieht, das $5 sagt, man an der Rezeption dann aber mitgeteilt bekommt, dass dieser Preis heute nicht aktuell ist und heute $10 kostet. Das war für uns soweit auch in Ordnung. Als dann nach 15 Minuten allerdings die Tour über die Parkanlage zu Ende war und der Guide sagte, so, wir sind fertig, bitte geben Sie mir noch ein Trinkgeld, hatten wir dann doch das Gefühl, in einer Touri-Abzocke gelandet zu sein. Wir sind heute auf der Suche nach Schildkröten. Die haben wir auch schon gefunden. Auf Santa Cruz hat uns jeder gesagt, geht nach El Chato. Und da sind wir und haben festgestellt, es gibt zwei El Chatos. Etwa 2 Kilometer Fußmarsch entfernt von dem El Chato, auf dem wir waren, war scheinbar noch eine zweite El Chato Ranch. Also beschlossen wir, dort hinzulaufen. Oben am Eingang wurde uns dann versichert, dass wir nur einmal Eintritt zahlen müssen. Der lag auch bei $5. Es war ein sehr netter Herr, der kein Englisch sprach. Und er leitete uns direkt zu einem wundervollen Lavatunnel, bei dem wir uns ein bisschen dreckig machen mussten. Und dann musste man bräuchlings praktisch unter einer Spalte durchpoppen. Und kurz danach kamen wir dann unten zum Restaurant, wo dann leider auch wieder jemand stand und sagte, ja, diesen Schildkröten können Sie hier besichtigen, aber nur, wenn Sie meinen Guide bieten. Ehrlich gesagt war unsere Laune zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr ganz so gut. Deswegen haben wir dankend abgelehnt, was verwirrte Blicke nach sich zog und sind wieder gegangen. Los geht's. So, jetzt haben wir rausgefunden, was El Chato 1 und El Chato 2 ist. Das eine ist die El Chato Ranch, da waren wir zuerst. Da kann man auch man kann auch nur mit einer Tour quasi sich die Schildkröten angucken und bezahlt $10 dafür. Es ist eher so eine kleine Touristenabzocke, wo man mal eine Viertelstunde, 20 Minuten Tour hat und man kann sich halt nicht frei da drin bewegen. Jetzt sind wir noch zum Reserva des El Chato gelaufen. Und hier bezahlt man $5 Eintritt auf dem Gelände, damit man hier langlaufen darf und auch ein Lavatunnel besichtigen darf. Das ist schon ziemlich cool, aber auch hier wieder das Problem, sobald du unten bei den Schildkröten ankommst und dir die angucken kannst, darfst du wieder nur mit Guide zu den Schildkröten. Das heißt, du bezahlst nochmal $5. Und heute ist so ein Tag, wo wir echt ein bisschen, Santa Cruz, ich zeig, wie es ist. Du musst halt für alles ständig extra bezahlen. Also das kennen wir jetzt von den anderen Inseln halt auch nicht so. Es ist egal, wo du hinläufst, gefühlt musst du irgendwann an der Sackgasse Guide nehmen und $5 oder $10 bezahlen, damit du halt weiter kannst, damit du dir was anschauen kannst. Und es fühlt sich einfach nicht gut an, muss man einfach sagen. Daher, Santa Cruz wird wohl vielleicht nicht so die Top-Insel für uns. Also wenn man den Weg hier schon lang läuft, dann sieht man schon Schildkröten, die sich da unten im Matsch suhlen, weil es so warm ist. Und wenn man Glück hat, dann kommen auch mal welche über den Weg, bis da am Schild steht. Aber ansonsten sieht man Schildkröten nur Guide. So, jetzt könnte man denken, dass die Geschichte zu Ende ist.
Aber wir haben zurückgeschlagen. In den nächsten Tagen investigativ. Heute ist es soweit. Wir finden heraus, ob es auch kostenlose Schildkröten gibt. Da sind schon welche. Nachdem wir ja jetzt in die El Chato kostenfrei getippt sind, machen wir heute noch mal eine andere Wanderung. Es geht quasi entlang der Grenze zum Nationalpark. Kostet nichts und man hat Schildkröten. Wenn die Schildkröten Stress oder Angst haben, dann pusten die immer Luft aus und tun quasi ihren Kopf in den Panzer zurückziehen. Und interessanterweise ist es so, wenn du auf den Ranches unterwegs bist, dann lassen die sich eigentlich nicht wirklich stören, weil die, glaube ich, kennen, dass halt Menschen um sie rumlaufen. Und die beiden, die sind sofort gestresst, wenn man wirklich mit viel Abstand an ihnen vorbeiläuft, weil sie, glaube ich, nicht so viele Menschen bisher sehen. Kommt nicht so viele vorbei hier. Wir haben jetzt die Grenze zwischen dem Nationalpark und den Farmen gefunden und da laufen wir noch ein Stück entlang. Fakt ist, wir haben jetzt schon mehr Schildkröten gesehen unterwegs an der Straße als auf der Farm. Fast 40 Stück. Nur auf dem Hinweg. Aber man hat schon den Eindruck, dass, die Galapagos-Inseln irgendwie nicht wollen, dass man diesen Weg hier findet. Es ist ein offiziell gekennzeichneter Weg, auf jeden Fall. Gibt sogar ein Schild. Gibt noch ein Schild. Aber gut, wenn man danach fragt, existiert er nicht. Naturschutz? Oder Tourismus? Geld. Wer weiß. Man weiß es nicht. Wenn ihr wissen wollt, wo er ist, finde ich es gerade. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt festgestellt, es gibt zwei El Chapos. Chato. Oh, mach ein Video. Wovon? Von dir und der Schildkröte. Die hier dumm rumstehen. Ja.